oben mal ein Tor eingesetzt. Auch nach oben. Lasertürme kommen erst in Militärtechnik. Da müssen einmal noch Lasertechnik erforschen und die fortgeschrittene Elektronik. Fortgeschrittene Elektronik mache ich jetzt mal. Und dann muss man noch die Lasertechnik machen. Und dann brauchen wir schon Militär Forschungsfläschchen. Ja, dann werden wir jetzt hier nebenbei nochmal nach links das ganze. Wir sehen uns Eisen vergrößern. Ja, Eisen haben wir denn überhaupt noch? 1 Million sind da in dem Feld noch drin. Na gut, das reicht. Oh, da links unten sind ja auch zwei Nester. Ach Gott, oh Gott. Und sind 3 Nester sogar? Oben sind hier 3. Drin sind 8 Millionen Eisenerz. Hm, das ist ein fettes Nest-Ding, oder? Guck mal, den Armee, aufpassen, hoch mit uns. Gut, auch wenn die Schütze zum Beispiel aktiv sind. Was ist denn, wo ist die Armee? Da war kein großer Schwarm, siehst du die ganzen Leichen da? Ach so, am Tor. Ja. Ich habe ganz die Schütze wie uns schon bestückt. Ja, ich geh mal oben unsere Ölpumpen einmauern. Hast du auch schon die Schütze mit dabei? Die hast du doch schon hier oben gestellt. Aber nur 3 Stück. Na, bring noch ein paar Meter mit und Munition noch mit. So, ich ziehe auf jeden Fall den Bus noch mal ein Stückchen weiter, weil wir müssen den ganzen Militärkladatsch mal dann hier nach links versetzen. Am Tor läuft man gerade wirklich sehr langsam. Ja, es ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob das am Multiplayer irgendwo liegt. Oder am Sandboden. Wirklich. Wo baust du dein Tor rein? Gleich hier. So, für die Fläschchen brauchen wir Granate. Wie stellt man eine Granate her? Eisen und Kohle. Also wir müssen hier auch wieder eine Kohleleitung hinlegen. Ah! Da ist schlecht, weiter kommt es auch noch. Oder eventuell noch eine Ölpumpe hin. So, hier oben können auch 4 Ölpumpen. Ich glaub, die Geschützturm dürfen reichen jetzt, oder? Ja. So, Ölpumpen. Was geht man da wieder? Elektronik! Und Eisen. Jede Menge Eisen fehlt mir. Mom, hast du nicht alles da, oder? Eisenplatten habe ich nicht mehr in der Tasche. Pumpe, was sind die nochmal? Mir fehlen Stahlträger, Eisen hätte ich dabei. Dann gebe ich das Eisen dann hier mal. So. Also mal 95 Eisen gegeben. Ja, reicht für 2 Ölpumpen. Ölpumpen brauchst du keine mehr bauen. Das ist momentan, der Tank ist voll unten. Och, wenn ich jetzt ja einmal hier oben bin und das Material in der Tasche habe, kann man sich auch schon mal hinsetzen. Brauchen die Geschütztürme keinen Strom? Brauchen die Geschütztürme keinen Strom? Ne, das sind ja die mechanischen. Das sind so gesehen MG-Geschützen. Mhm, na gut.
braucht er Strom bei die Laser. Bei die Laser. Auf jeden Fall kommt hier hinten beim Stahl kein Eisen mehr an. Das kommt durch die Munitionsherstellung. Ich hab's mal auf ein Steck begrenzt. Oder soll ich's mal abbrechen? Geschütze hab ich auch schon bestückt jetzt. Geschütze habe ich noch 70 Stück, ich habe die Produktion mal abgerissen. Die dürfte erstmal wieder reichen. Wie sieht es mit Mauern aus? Haben wir 110 Stück grad. Ja, warte, Mauern habe ich auch noch ein paar. Und da geht's immer. Wie macht man das jetzt mit den Fließbändern? Die muss man dann unterirdisch legen, oder? Hä? Fließbänder muss man dann unterirdisch legen, damit man ein Tor drüber bauen kann. Einfach eine Mauer, ja. Nee, also erst muss ich es unterirdisch und dann kann ich drüber bauen, so meine ich's. Ansonsten können die Viecher, können die Viecher nicht über Fließbänder laufen. Doch, können sie. So, Lasertechnik. Wo ist denn Lasertechnik? Ach, da. Ist die Seite schon mal dicht. Machen wir noch ein paar Mauern weiter. Oh, mal Sand. So, die Fläschchen braucht ein weiter. Blauen Fläschchen können wir auch da. Ach, da, jetzt geht's ja los. Rote Schaltkreise. Und Motor und Erzförderer. Es wird nicht besser. Nee. So, panzerbrechende Munition braucht. Stahlträger und Kupferplatte. Schön. Ah.
Gut, Erzfelder brauchen wir wahrscheinlich auch noch bald mal wieder ein paar. Greiferband, Greifer. So, eine Seite noch, dann sind wir dicht. Läuft hier schon wieder Munition. Ja, ich hab's nur auf ein Steck begrenzt jetzt. Okay. Also für die Stahlproduktion reicht's immer noch nicht bei Weitem. Und Sandberg, glaubst du, da müsst ihr jetzt auch bald mal wieder Eisenerzförderer bauen. Du tust ja gerade ausbauen. Vor allem, du kannst mit Munition noch erstmal aufhören, weil wir haben Munition jetzt bald die Lasertürme. Dann brauchen die ganzen Maschinentürme hier nicht. Und die Munition ist so und so schon. Wieso müssten wir ausbauen? Der Teil läuft doch noch. Aber zu wenig, oder? Jetzt oder läuft es jetzt? Die Öfen sind. Ja gut, die anderen Öfen sind noch nicht angeschlossen. Die habe ich auch gerade eben erst gebaut. Was willst du da reinmachen? Eisen, oder? Eisen. Da ist eine neue Ader ziehen, oder? Ich hätte es erstmal von drüben abgezeigt, weil da drüben ist ja noch genug da und kommt noch genug Nachschub. Und Teile da drüben mit weggenommen. Ach so, ja, das geht. Hat er weggenommen. Ansonsten baue ich hier einfach noch ein paar hin und wir machen einfach die Straße stärker. Ja, auch kein Problem. Greifer brauche ich wieder. Eisenbänder. Eisengreifer. weil man muss dann Kohle auch wieder rüberführen. So, Teiler, habe ich noch eins dabei, gut. Reicht nicht. Was meinst du, reicht nicht? Da, das Band ist so langsam. Rote können wir noch nicht, oder? Machen wir es ganz einfach.
Kein Problem. Ich muss irgendwie Kohle hier rüber kriegen. Ja, was? Ich hab doch gerade eben noch die Eisportion verdoppelt. Na, das geht. Das Vieh ist in Tod passt. So, jetzt könnte man eigentlich Ledertürme bauen oder forschen oder wie auch. So, da kommt jetzt ja noch Kohle an. Na, hat oben ein Band vergessen. Das ist der, da brauchen wir jetzt die Grauen dazu, ja, alles klar. Wäre es denn nicht geschickt, wenn wir mal die Logistikstufe 2 machen, dass wir die rote Bänder kriegen? Ja, dann musst du es ändern. Ne, ich frage nur, weil der Eisband muss ich ein bisschen beschleunigen. Wo Eisenband? Ich brauche wieder Bänder. Da fehlt doch schon wieder die Kohle an dem äußersten Strang. Wo denn? Bei welchem äußersten? Metall. Ganz links. Band, oder? Ach nee, ach Quatsch. Ich hab noch was am Auge. Der Bus dürfte jetzt vorlaufen wieder teilweise. So, für das blöde Geschütz brauchen wir, was braucht man da? Eisenzahnrad, Kupferplatte. Man will jetzt MG-Geschütze bauen oder wir? Wir müssen die grauen Fläschchen haben. Ja. Dann brauche ich wieder die Geschütztürme. So, ich lege schon mal 70 Geschütztürme da rein zu dir.
Er hat hier noch 500 von der Produktion noch übrig. So, das ist jetzt wieder voll. Und Stahl läuft jetzt auch wieder. Ja. Anrad. Das passt jetzt genau mit dem Eisen. Naja, nicht so ganz. Im mittleren Strang fehlt noch ein bisschen was. Ja, da war die auch bei Logistik, dass die rund Bänder frei sind, dass es schneller geht. Ja, so geht denn oben ein Eisen nach, schon pro Eisen nach, bis er genug da. Was Band ist so langsam? Ja, eigentlich schon den. Gibt's gar keine blauen Bänder? Filtergreif an. Ja, ich forsche Filter grad. Filter haben wir schon. Bodenbänder forsche ich ja gerade. Dann geht der mittlere Strang auch durch. Sagen denn unsere Powerproduzenten? Zum Power, zum gucken, wie viel Strom wir haben, brauchst du auf Strommasten klicken. Dann bauen wir doch mal die Mauer zu Ende. So, unsere Mauer ist zu. Die hast linke Seite schon gemacht? Ja, komplett. Ja, weil bei mir wird sie eben nicht komplett angezeigt. Ja, yeah, angezeigt wird sie nicht, das ist richtig, aber sie ist schon komplett. Dann begrenze ich mal die Kiste. Damit das dann so hergestellt wird. Irgendwo greift schon wieder was an. Ja, oben, ich bin schon unterwegs. Oben beim Tor. Nicht abbauen, ich wollte reparieren. Oh ja, Strom. Oh, haben wir noch einiges an Puffer. Na, guck mal, sieht auch der Metallbus wieder gut aus. Ja. Geht hier der Arm mit Stahl hin? Hatten? Ich habe ihn bloß durchgeführt, weil ich da die Kupferplatten nochmal brauche. Okay. Panzerbrechende Munition, okay. Oh. Da muss man aber Abhilfe schaffen. Grüne Flächen oder wie? Mhm.
Ich hab sogar noch ein blaues dabei. Jetzt hab ich eins aufgesammelt. Oh, setz es schon mal mit hin. Ja, du warst bloß im Weg. So, dann müssen wir blaue Fläschchen dann auch, aber da brauchen wir dann vorher den roten Schaltkreis, Motor und elektrische Arztvorderrad. Das wird kompliziert. So. Das Band noch durch. So. Ups. Und noch ein Strömling. Und dann müsste das eigentlich passen, oder? Kommt zwar nicht viel, aber besser als nix. Und jetzt möchte ich mal probieren, ob der lange Arm eigentlich jetzt auch für das gilt. Der hat auch bloß bestimmt Reichweite. Ach, der braucht auch noch drei Geschütztürme für ein graues Fläschchen. Ich hab die auf mal 70 Jahre vorbereitet. Die hat ja noch im Inventar. Sagen schon produziert gehabt. da oben sollte aber besser noch dann auch noch einen Knickarm hinmachen. Ja, noch läuft ja keine Forschung, Dede. So, ich muss hier auf jeden Fall einen schnellen Greifarm hinsetzen. Gut, Logistik ist ja gleich durch. Da können wir auf jeden Fall die Militärforschung auch anfangen. Logistik 2 ist fertig. Ja. Dann, was hast du vorhin forscht gehabt? Ich hab einfach irgendwas. Brauche auf jeden Fall einen Motor. Effizienz machen wir. Bergbauproduktivität hatte ich gehabt. Ja. Das ist mir gerade auch eingefallen. Brauche ich ein paar rote Bänder. Müssen wir uns irgendwann um die blauen Fläschchen kümmern. Brauchen wir denn dafür Motor, Erzförderer und roter Schaltkreis? Aha, total sinnvolle Kombination. Ja, und der rote Schaltkreis, der braucht eine Kupferstange, eine Kunststoffstange, Kupferkabel und einen grünen Schaltkreis. Na gut. Also und der Schaltkreis ist ja nicht das Problem. Die grünen Schaltkreise sind noch das kleinste Problem. Die Kupferstange, Schwefelsäure wird schon produziert. Ach ne, die braucht man ja für die Batterien. Kunststoff. Muss auf jeden Fall irgendwas mit Öl sein. Kohle und das komische Alkangas. So, das Eisenhöfe ist auch nach unten durch. Im Einer. Sehr schön. Da hat der Boris wirklich nur das rote Bänder gefehlt. Aber ich würde mal sagen. Rechte fehlt, die läuft nicht. Warum läuft die rechte nicht? Ich ganz rechts läuft doch. Ganz linke. Wieso brennen die nicht? Ja, weil das Band voll ist. Und beim einen fällt ein Greifer. Ah, okay. Sehe ich es auch, das Band ist voll, ja. Beim einen hat ein Greifarm gefehlt. Mit einer Schmelze. Das heißt, jetzt müsste man eigentlich auch hier langsam mal anfangen mit roten Bändern, oder?
Nee, das Band ist ja voll bis vorne hin, oder? Der Bus ist voll. Ja. Das ist ja schön. Ja, wir machen gerade zu wenig. Ich denke mal, wenn wir jetzt als nächstes die ganzen anderen Sachen machen, dann wird dann schon wieder was weggehen. Mhm. Ja. Aber ich würde mal sagen, heute nicht mehr. Oh, stimmt. Wir haben von 12 befasst. Ja. Ja, stimmt. Wenn ich mal gucke, dann mal Spiel speichern. Ja, grüne Flächenproduktion ist jetzt auch wieder am Lot. Und wir könnten theoretisch fast wieder noch ein paar Forschungszentren hinbauen. Weil Produktion gerade so gut ist wieder. Aber machen wir nächstes Mal, wenn er jetzt speichert. So, ich speichere jetzt mal und dann Multiplayer. Ja. Nee, dann bauen wir nämlich jetzt hier, würde ich mal sagen, als nächstes dann die roten Schaltgleise ran. Da ziehen wir uns dann wieder von dem grünen Strang in hoch. Hm. Eigentlich können wir auch den grünen hier drüben nehmen. Nee, ich würde nach hinten lang nichts legen, weil das kann ja irgendwann wieder im Wege sein. Wir haben den Bus, wir ziehen uns einfach den Strang unten durch. Wie gesagt, ich werde gleich Metall und die grünen. Und dann müssen wir eventuell die Mauer eben wieder erweitern, aber das ist das kleinere Problem. Oh. Ach, ich denke mal, das werden wir noch hinkriegen. Das passt doch in die Mauer rein. Ach, wir müssen ja Kunststoff. Kunststoff brauchen wir Kohle. Kohle müssten wir aber schon einen Strang Kohle oben haben, und ne? Algangas. Na gut, Kohle, ja, früher anderes Kieser. Das haben wir doch schon hier oben, ne? Die Kohleleitung. Ziehen wir uns einfach von hier weg. Haben wir schon. Die ist ja für die Munition. Für die Munition. Und Alkangas nehmen wir uns von hier oben weg. Aber das Gas hatte früher anders hieß, oder? Das hieß, Gott, wie hieß das? Mir fällt gerade auch nicht ein, wie es hieß. Warte mal, ist Schweröl, Leichtöl und das hieß. Propan? Nee. Propolant oder sowas? Nee. Das ist das falsche Spiel. Oh, wir müssten dann auch langsam irgendwann mal das Kohlevorkommen da oben anbohren, wo da unser Kohlezeug, wo unser Ölzeug drin liegt. Da können wir die Kohle auch von da nehmen, da wo wir kein Band hinziehen. Das Problem ist halt jetzt momentan, wir müssten eigentlich schon wieder eine zweite Raffinerie machen. Weil mit der Schwefelsäure geht quasi unser ganzes Gas da oben weg. Jetzt sag mal, das erste, was wir erforschen müssen, wenn wir die blauen Fläschchen haben, ist die fortgeschrittene Ölverarbeitung. Weil dann können wir nämlich aus dem Leichtöl und dem Schweröl, was sich momentan nur in den Lagern sammelt, können wir nämlich anschließend wieder dieses Gas produzieren, wenn das noch funktioniert. Es gibt's noch, ja. Ansonsten laufen nämlich uns irgendwann hier die Lager voll für das Leicht- und Schweröl und dann stellt die Raffinerie die Arbeit ein. Dann weiß ich nicht mehr, wohin damit. Die stellt immer alles drei gleichzeitig her. Ja. Also die ganze Ölgeschichte ist eine richtig knifflige Angelegenheit. Weil du musst alles wegkriegen. So, na gut, gespeichert war, dann mache ich jetzt mal Ende. Ne?